Willkommen zum Alonmar-Tutorial für das mobile DVR mit Minikamera. Oben auf dem DVR finden Sie die Tastensperre sowie die Taste für die sofortige Aufnahme oder aber das Aufnehmen nach Knopfdruck und ein AV-Out. An der Seite finden Sie den SD-Kartenschacht sowie einen Netzteilsteckplatz. Auf der anderen Seite ist der On-Off-Schalter sowie das Kabel, das zur Minikamera und der Fernbedienung führt. Auf der Fernbedienung befindet sich ein Aufnahmeschalter sowie die Tasten Off und On, um das DVR ein- und auszuschalten. Das hier ist die Minikamera mit Pinhole-Objektiv. Wir gehen jetzt in den sofortigen Aufnahmemodus. Ich starte das Gerät auf der On-Off-Taste durch langes Drücken. Die Aufnahme wird nun sofort gestartet. Wenn Sie sich Ihre Aufnahme ansehen möchten, drücken Sie hier auf die Start-Stopp-Taste. Dort gelangen Sie in das Menü mit den Ordnern, in denen sich Ihre Dateien befinden. Dort finden Sie auch das Video, das wir gerade aufgenommen haben. Zusätzlich können Sie mit der Fernbedienung arbeiten. Hier können Sie zum Beispiel Einstellungen vornehmen, wenn Sie auf das Zahnrad drücken und finden hier Videoauflösung, Fotoauflösung und vieles mehr. Mit der Fernbedienung können Sie auch Videoaufnahmen starten oder Fotos machen. Ich mache jetzt hier Fotos, indem ich auf das kleine Kamerasymbol klicke. Und starte eine Videoaufnahme, indem ich oben rechts auf den Knopf drücke und kann diese auch wieder stoppen. Auf das Pinhole-Objektiv können verschiedene Schraubenköpfe oder auch Knöpfe montiert werden. Und Sie können das Objektiv in der Schärfe verstellen, indem Sie einfach daran drehen.